In diesen Räumen können Zukunftsvisionen Wirklichkeit werden. 8 neu gegründete Unternehmen werden hier in Berlin in den nächsten 3 Monaten ihre Geschäftsmodelle weiter aufbauen. Unterstützt vom ersten Accelerator-Programm von Axel Springer Plug and Play. Der Plug and Play Accelerator ist ein Programm für Startups, die von uns eine Anschubfinanzierung kriegen. Die kriegen freie Office-Fläche zur Verfügung und sie kriegen Know-how und Mentoring-Leistungen von Seiten von Axel Springer Plug and Play. Alle Teilnehmer haben bereits ihre Gründungsphase abgeschlossen und bringen Prototypen oder markterprobte Geschäftsmodelle mit. Darunter ist auch das Startup von Ampex, gegründet von Eva, Thomas und Georg. Wir bieten eine mobile Bezahllösung an, mit der man am Point of Sale für Waren und Dienstleistungen bezahlen kann. Und jedes Mal, wenn du bezahlst, sammelst du Punkte, die du später in Rabatte einlösen kannst. Und das Besondere ist, dass wir die Zahlungen für Händler komplett kostenlos anbieten. Und das können wir, weil wir über die Marketingleistungen monetarisieren. Unterstützt werden die Jungunternehmer von mehr als 60 gründungserfahrenen Mentoren. Auch Thilo Konzor konnte mit seiner Plattform zum Entdecken von relevanten Produkten schon davon profitieren. Wir haben jetzt jemanden kennengelernt, der einen ersten Schachcomputer entwickelt hat und ein bisschen Ahnung hat von der Technologie, die wir machen. Und sofort auf uns zukam und haben uns jetzt am letzten Dienstag, glaube ich, 4 Stunden mit ihm zusammengesetzt. Und er hat schon gesagt, er hat Rieseninteresse, dran zu arbeiten. Und der wird uns, glaube ich, technologisch irgendwie 60% nach vorne katapultieren. Und das sind alles Kontakte, die aus dem Accelerator rauskommen. Und das tut einfach mega gut für uns. Auch einfach positives Feedback zu bekommen von Leuten, die Idee davor nicht kannten. Ja. Beim Accelerator-Programm geht es nun darum, die Unternehmen voranzubringen und weitere Kunden und Investoren zu überzeugen. Für Friedrich von Bernewitz von eFlier, einem Online-Marktplatz für Antik- und Vintage-Möbel, ein wichtiger Schritt. Unser Ziel ist, dass wir am Ende dieses Programms wirklich mit unserer Seite live sind und Gegenstände nicht nur auf der Seite haben, sondern auch verkaufen können. Und was sich bisher schon gezeigt hat, ist, dass der Austausch mit den anderen Startups eigentlich extrem hilfreich ist. Neben dem Austausch mit Gleichgesinnten und Profis werden die Teilnehmer mit 25.000 Euro je Startup unterstützt. Am 5. September 2013 stellen sich alle Teams beim Demo Day internationalen Kapitalgebern vor, um Anschlussfinanzierung zu erhalten. Bis dahin werden die Startups in diesem kreativen Umfeld ihre Ideen ausbauen, damit aus ihrer Vision einmal Wirklichkeit wird.